Okay. Ja, wenn jetzt dieselben beiden nochmal abstimmen, wir kommen damit echt null voran. Wir beginnen jetzt einfach mal mit dem aktuellsten Thema und schauen uns mal an, was der liebe Sebastian von Filmstarts zum Thema Godzilla Kong The New Empire zu sagen hat. Und jetzt ist zu spät mit der Abstimmung, jetzt ist vorbei. Wir gucken da auf jeden Fall rein. Danach schauen wir uns in das Ranking nochmal vom lieben Yves an. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich bin inzwischen wirklich, ey, mich freut das inzwischen, wenn Leute YouTube-Videos machen, gerade eben zu den Themen Godzilla, Kong, MonsterVerse oder eben auch Jurassic Park und Jurassic World und dann nochmal darauf hinweisen, wenn ihr da mal noch ein bisschen eine breitere Palette an Infos und Videos sehen wollt, schaut doch mal bei anderen Kaijuverse vorbei. Es gab bisher erst zwei, die das wirklich gemacht haben und ich warte noch bis heute drauf, dass wirklich mal sowas in Richtung von Yves oder von Sebastian kommt. Das würde mich unfassbar freuen, aber irgendwie kam das noch nicht zu den Themen. Wir können jetzt mal wetten. Meint ihr, Sebastian erwähnt meine Wenigkeit hier mal ganz kurz in diesem Video nur? Dann eine 1 in den Chat. Wenn ihr sagt, nee, würde er nicht machen, dann eine 2 in den Chat. Wahrscheinlich kennt ihr das Video aber auch schon. Das ist immer schon so ein bisschen verletzend, muss ich sagen, wenn das nicht der Fall ist. Naja. Deswegen starten wir einfach jetzt mal ganz kurz damit. Und switchen hier mal ganz locker flockig rüber in das Video. Hier oben sehen wir jetzt den Titel. Moment, da stimmt doch schon was nicht. Da oben ist der Titel. Godzilla Kong, die wahre Bedrohung ist nicht der Scar King. Hier ist Scar King falsch geschrieben. Der wird tatsächlich im Film mit K geschrieben. Scar King. Ich weiß nicht. Ich weiß, Scar King, die Narbe, nur im Englischen SC auf jeden Fall. Aber der Typ heißt halt einfach Scar King mit K und nicht mit C. Ja. Gut, das nehmen wir einfach mal so in die Mitte dann das Bild und dann starten wir mal damit rein, was Sebastian zu dem Film zu sagen hat. Wen es interessiert, ich habe mit Sebastian zusammen auch schon mal ein Video aufgenommen, zusammen mit dem lieben Pandaman. Ich glaube, da ging es um das Thema Godzilla Minus One. Da haben wir einen Spoiler-Talk gemacht, das findet ihr auf meinem Hauptkanal, Unknown Kaijuverse. Und da haben wir auch ganz kurz über den ersten Trailer gesprochen von Godzilla Kong. Und ich fand den ja ganz geil. Auch das neue Design von Godzilla hat mir von Anfang an relativ gut gefallen. Sebastian war da aber schon sehr, ja, er war sehr skeptisch. Ich will nicht sagen negativ eingestellt, aber er war schon sehr skeptisch, ob das was wird. Und deswegen finde ich es jetzt sehr interessant, was dann eben hierbei jetzt rauskommt bei dem Trailer. Ich könnte mir nämlich wetten, dass die Meinungen jetzt so ein bisschen geswitcht sind zum Teil. Ich könnte wetten, dass Leute, die den ersten Trailer geil fanden, jetzt beim zweiten sagen, oh nee, ist doch nicht mehr ganz so cool und eben auch umgekehrt. Das heißt, bei Sebastian erwarte ich jetzt, dass er zum einen, oder das ist meine Prognose, den Trailer besser findet und dass er eben auch mehr Lust auf diesen Film haben wird. Wenn man einen Satz mit Junge anfängt, was ist los mit dir? Wer schreibt denn Junge als erstes Wort? Oder bist du erst 15? Dann ist das okay. Habe es nicht gesehen, bin ein Kaiju-Verse-Mensch, aber bin auch ein Fan von Sebastian. Ja, ich bin auch ein Fan von Sebastian. Tatsächlich. Lustige Anekdote noch ganz kurz, das habe ich Sebastian aber auch schon erzählt. Ich habe ja früher meine Videos immer auch im Sitzen aufgenommen, ne? Quasi vor diesem Hintergrund, den ich gerade auch nicht angemacht habe, sehe ich. Und dann habe ich mich irgendwann an Sebastian orientiert, weil er ja auch immer im Stehen seine Videos aufnimmt. Und dann habe ich auch angefangen, okay, Greenscreen wieder aufgebaut und dann eben vor dem Greenscreen auch dann meine Sachen eben abgedreht. Und seit ich meine Sachen im Stehen mache, macht Sebastian seine Videos im Sitzen. Ich finde das relativ witzig. Gut. Servus, bin gerade dein neues Video gesehen. Hab gerade ein neues Video gesehen. Das war das Thema gewesen, warum Godzilla und Kong gegeneinander kämpfen, ne? Okay, wir gucken da jetzt mal rein und schauen, was jetzt hier Sache ist. Ich hoffe, ich habe Sound. Ich hoffe, ihr habt Sound. Ich mache das gerade nochmal ein bisschen lauter. Auf geht's. Moin, moin Banane.
Ich hoffe, dir geht's gut am frühen Morgen. Lass mich gerade nochmal einen Schluck Kaffee trinken, bevor der wieder kalt wird. Ja, Paul, alles gut. Ich glaube nicht, dass du 15 bist, aber weiß nicht, wenn jemand mich anschreibt, und ich habe das so oft, das sind so Ausdrücke wie Digger oder Junge oder so dieses, ich weiß nicht, ey, ich kann mit dieser Ansprache kann ich überhaupt nichts anfangen. Weiß nicht, warum ich da so empfindlich bin. Oder Bruder. Bruder ist das Schlimmste. Wenn mich jemand Bruder nennt, ey, das ist ganz, ganz schrecklich. Okay, also, ihr lieben Cousins, wir fangen jetzt an. Sebastian von Filmstarts zu Godzilla Kong. Das Monsterverse ist jetzt wirklich bei Fast and the Furious angekommen, aber der Herr Anon Kaijuers, wie klingt das? Was ist mit Bro? Ey, keine Ahnung, komischerweise geht das wieder. Ich weiß nicht, ey, vielleicht sind auch die Wände in dem Haus aus Blei und deswegen ticke ich da so ein bisschen komisch. Ist auf jeden Fall so, wie es ist. Bro geht klar tatsächlich, komischerweise. Boah, ich bin schon eine anstrengende Persönlichkeit, ne? Merke ich gerade einfach mal so nebenbei. Könnt ihr mal aufhören, mich hier zu therapieren? Banane, vielen, vielen Dank für dein Prime Gaming-Abo. Tausend Dank. Und danke dafür, dass du mich noch nicht therapiert hast, wie der Rest gerade im Chat. Ja, Bre geht auch. Bre geht auch. Ich mache mal eine Liste für dich. Ich schreibe dir mal eine Liste, wie du mich einfach nennen kannst. Ja. Gut. Hier fangen wir jetzt ganz kurz schon mal damit an. Ey. Das Monsterverse ist bei Fast and Furious angekommen. Ich weiß nicht. Ich finde, ich habe im Flugzeug, habe ich letztes Jahr Fast and Furious 10 nachgeholt. Einfach weil, ne, Fernseh, du hast halt einen langen Flug und guckst es dir halt mal an. Ich habe mir sehr viele blöde Sachen im Flugzeug angeschaut, aber nichts war so dumm und bescheuert wie Fast and Furious 10. Und ich finde inzwischen, wenn du einem Film vorwirfst, wie Fast and Furious 10 zu sein, ist es ungefähr so, als würde man diesen Film so aufs Mindeste runter reduzieren, was du machen kannst. Und das, obwohl du den Film noch nicht gesehen hast. Es geht hier nur um den Trailer. Und es wird gesagt, der Film ist wie Fast and Furious. Das ist keine Ahnung. Wie findet ihr Fast and Furious? Ich kann mir wirklich sehr viel Bullshit angucken. Aber was da zum Teil abgeht, gerade mit Vin Diesel, der immer noch denkt, dass er einen Oscar bekommt für seine schauspielerische Leistung, boah, ist das wirklich schrecklich gewesen. Deswegen hier würde ich auf jeden Fall nicht mitgehen. Nein, Godzilla Kong geht in eine andere Richtung. Godzilla Kong geht mehr in die Goofy-Richtung, mehr in die Comic-Richtung vielleicht. Wenn du Godzilla Kong irgendwie beleidigen willst, dann sagt er, ist mehr wie Marvel. Das ist zwar auch schon ein Tritt in die Eier, aber das kommt dann eher hin, finde ich, als Fast and Furious. Weil wenn Marvel ein Tritt in die Eier ist, dann ist Fast and Furious so, deine inneren Organe rauszuholen und die auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Das finde ich halt jetzt hier noch nicht. Vielleicht der Film später, keine Ahnung, aber ich glaube es nicht. Der neue Trailer zu Godzilla und Kong New Empire sieht schon irgendwie ziemlich cool aus. Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und ja, über diesen neuesten Eintrag im Monsterverse will ich mit euch jetzt einmal sprechen. Godzilla X Kong, Godzilla Kong, The New Empire, wie auch immer man das jetzt hier aussprechen möchte, soll. Der Titel wird übrigens nicht besser, finde ich, ne? Das habe ich beim Teaser damals schon gesagt. Ich finde das hier, das sieht so aus, als hätte irgendjemand bei Warner Brothers gerade so auf der Toilette mit dem Handy so ein Bild fertig gemacht. Das sieht irgendwie ganz nicht echt aus. So, wenn das jemand rausgebracht hätte, früher hätte ich gesagt, nö, das ist nicht echt. Ich gewöhne mich da aber auch irgendwie nicht dran. Das sieht sehr, 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 sehr komisch aus. Wie auch immer man das jetzt hier aussprechen möchte, soll ja in den USA Ende März, bei uns Anfang April in den Kinos erscheinen. Wird Ja, das stimmt tatsächlich auch. Der 29. März ist es, glaube ich, der zählt nur für Amerika. Wir in Deutschland haben wohl noch keinen deutschen Trailer übrigens auch bekommen, weil wir noch nicht ganz genau wissen, wann der Film hier im Kino kommt. Aber ich habe da gestern mal eine Nachricht bekommen. Moment, wo habe ich sie denn? Ah.
vom lieben KDM. Wenn euch der Name was sagt, das ist jemand, der auf Facebook, der auch ganz bekannt ist, der wirklich als Quelle gilt für das gesamte Monsterverse, der auch wirklich im US-amerikanischen Raum von vielen YouTubern als Quelle genommen wird. Und ja, der ist halt wohl sehr nah an dem Thema wirklich dran. Das heißt, was er rausbringt, das stimmt bisher alles komplett durch die Bank weg. Und er hat mir eben gestern einfach nur geschrieben, vor allem einfach ohne, dass es dafür einen Kontext gegeben hat. Ohne irgendeine Einleitung hat er einfach nur geschrieben, Shimo ist jetzt in der finalen Fassung doch ein Weibchen. Freitag enden die Arbeiten an dem Film. Das heißt, er hat das geschrieben. Jetzt hat er das geschrieben, am Freitag, also gestern. Das heißt, nächsten Freitag enden erst offiziell die Arbeiten an dem Film. Wahrscheinlich noch so ein paar Post-Production-Dinge. Daraufhin habe ich einfach auch nur gefragt, ey, hat das mit Shimo irgendwelche Auswirkungen auf den Film, ob er männlich oder weiblich ist? Und da bekomme ich als Antwort, nein, hat keine Auswirkungen. Es ist aber gut, dass ich die Information bekommen habe. Ja, mache ich vielleicht noch ein Video drüber. Okay. Auf jeden Fall liegt das eben daran, dass der Film noch nicht ganz fertig produziert ist. Und deswegen, keine Ahnung, der deutsche Trailer, der wird dann wohl noch irgendwann nachgereicht werden, wenn er überhaupt noch rauskommt. Ja. Die direkte Fortsetzung dann auch sein zu Godzilla vs. Kong. Und der neue Trailer, der jetzt auch pünktlich zum Valentinstag gedroppt wurde, zeigt einiges, zeigt eigentlich sehr, sehr viel, weswegen ich jetzt mit euch über diesen Trailer sprechen möchte, aber davor direkt eine dicke, fette Spoilerwarnung gebe, weil... Spoilerwarnung. Achtung, wenn ihr keine Spoiler vertragen könnt, dann Spoilerwarnung. Ganz ehrlich, alles, was über Spielzeuge schon geleakt wurde, wird jetzt durch diesen Trailer nochmal bestätigt und... Hey, war das nicht schon mit den Spielzeugen die Bestätigung? Dass sowas wie Shimo auftaucht oder so? Deswegen, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wenn wir diesen Trailer jetzt durchgehen, dann haben wir hier eigentlich in diesen 3 Minuten... schon den kompletten Film, die fast komplette Handlung mit all den Gegnern, mit all den Kaijus und Monstern, die hier noch auftauchen. Deswegen nochmal, Warnung, also guckt dieses Video bitte wirklich auf eigene Gefahr, wenn ihr... Was wird eh nicht wahr, Ehrenschön? Godzilla, Kong hier noch ganz unvoreingenommen sehen wollt, dann schaut euch vielleicht lieber ein anderes Video von mir an, weil jetzt gehen wir in diesen Trailer und dieser Trailer allein verrät eigentlich schon alles. They don't have to like each other. We just have to work together. Ach so, und auch noch eine ganz kurze Sache, weil Sebastian eben gerade gemeint hat, Moment, habe ich es richtig verstanden? Der Trailer verrät alles? Noch ganz unvoreingenommen sehen wollt, dann schaut euch vielleicht lieber ein anderes Video von mir an, weil jetzt gehen wir in diesen Trailer und dieser Trailer allein verrät eigentlich schon alles. Nee, das ist auch immer schwer, sowas zu sagen, bevor man eben den Film gesehen hat. Ein Film, der weit über eine Stunde geht, ein 3-Minuten-Trailer. Ich habe die Frage allerdings auch mal weitergeleitet gehabt an KDM und er hat mir nämlich da auch drauf geantwortet. Welch Zufall. Dass wir in diesem Film zusammengenommen bis zu 60 Minuten Monster-Action haben, beziehungsweise eben Kaiju auf der Leinwand sehen. Von daher kann das eben nicht so viel wegnehmen bei dem Trailer. Wir wissen noch nicht mal, was Skarking überhaupt vorhat. Wir wissen noch einiges nicht. Kannst du das Video ein bisschen lauter machen? Ja, mache ich sofort. Warte mal. Ich muss hier ganz kurz was schließen. So, jetzt müsste wieder alles laufen. Ich kann es lauter machen, na klar. So. They don't have to like each other. We just have to work together. Das Interessante an diesem neuen Godzilla X Kong Trailer ist ja erstmal auch das, was uns gesagt wird. Es wird davon geredet, dass jahrtausende lang eine Harmonie herrschte. Und hier erfahren wir jetzt auch eine ganz klare Abgrenzung, wie es dann mit den Titanen und den Affen wirklich aussieht. Weil es wird uns hier gesagt, die Titanen sind die Beschützer der Natur, sind die Beschützer der Erde. The Titans were the Boah, ganz kurz mal eine Theorie. Wenn die Titanen die Beschützer der Erde sind, ne?
Und wir gehen einfach mal davon aus, dass mit Titanen in dem Fall so die Godzilla-Rasse gemeint ist. Und die Kongs sind die Beschützer der Natur. Und die Menschen beeinflussen aber die Natur negativ. Könnte das der ausschlaggebende Punkt gewesen sein, warum ein Krieg zwischen Kongs und Godzillas begonnen wurde? Könnte das sein? Während die großen Affen schon immer die Beschützer der Menschen gewesen sind. And the great apes became the protectors of humanity. Damit haben wir jetzt hier auch nochmal so ein bisschen mehr so eine Differenzierung, wie dieses Monsterverse hier eigentlich so gedacht ist. Und dass tatsächlich so jemand wie Godzilla offensichtlich mehr eine Verbindung zur Erde an sich hat und auf die Genau, aufpasst, genau. während ein Kong eigentlich mehr für die Menschen irgendwie zuständig ist. Genau, dass Kong nämlich die Menschen beschützt. Aber gut, ja, die Menschen verunreinigen die Welt, also denke ja. Ich denke halt nur daran, dass dieser Krieg ja schon vor, der war ja schon vor, wie vielen Jahren? Weiß man das ungefähr? In meinem Kopf war das immer zur Zeit der Dinosaurier noch gewesen. Das wurde aber, glaube ich, nie gesagt. Wurde das jemals erwähnt, wann dieser Krieg stattgefunden hat? Vor 1000 Jahren oder vor 9000 Jahren? Wurde irgendwas mal erwähnt? Aber es muss ja dann irgendwann irgendwo etwas gegeben haben, was diese ganze Harmonie komplett zerstört hat. Das erkennen wir schon allein daran, dass ein Kong ja irgendwann auf Skull Island aufwacht und dort lebt und nicht mehr in der Hohlerde ist. Und wenn wir ja dann später auch in Godzilla vs. Was hat er gerade gesagt? Er lebt in der Hohlerde. Eben haben, was diese ganze Harmonie komplett zerstört hat. Das erkennen wir schon allein daran, dass ein Kong ja irgendwann auf Skull Island aufwacht und In Godzilla vs. Kong, meint Sebastian jetzt, glaube ich, ne? dort lebt und nicht mehr in der Hohlerde ist. Ja gut, aber Kong wacht nicht in der, das stimmt nicht. Kong wacht nicht auf Skull Island auf. Kongs Eltern flüchten während dem Krieg gegen die Skullcrawler, flüchten die Eltern aus der Hohlerde an die Oberfläche. Sorry. An die Oberfläche. Und dann wird Kong eben erst an der Oberfläche geboren. Das heißt, Kong sieht in Godzilla vs. Kong ebenfalls zum allerersten Mal die Hohlerde. Und wenn wir ja dann später auch in Godzilla vs. Kong mit Kong das erste Mal in diese Hohlerde gehen, sehen wir ja auch, dass da eigentlich von seinen Leuten offensichtlich niemand mehr ist. Dieser große Thronsaal ist leer. Und möglicherweise gab es hier also schon im Vorfeld einen riesengroßen Krieg, gerade auch zwischen den Affen, der dazu geführt hat, dass diese ganze Harmonie irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten ist. Ganz Und das wäre doch eigentlich Potenzial für einen komplett eigenen Film gewesen, oder? Ich hoffe mal, die zeigen da jetzt in den Flashbacks nur irgendwie so das Nötigste und würden dann aber irgendwie vielleicht doch nochmal einen extra Film darüber machen, wo man diesen gesamten Konflikt sieht. Dann wird es natürlich irgendwie schwer mit Sprache und mit Ausdruck, weil das sind ja dann alles nur Titanen im Endeffekt. Aber du kannst das ja irgendwie so machen, dass vielleicht irgend so ein Mensch aus der Hohlerde, da gibt es ja anscheinend auch noch Menschen, dass da eine Person die Vergangenheitsgeschichte komplett erzählt und dann bekommen wir einfach einen gesamten Film damit, der halt dann immer dieses Voice-Over hat. Sowas zum Beispiel. Du kannst das ja so geil dann erzählen, wenn das wirklich so der Grund ist, oder die Ausgangsgeschichte ist, dass die Welt früher in Einklang war und alles war in Harmonie. Und Godzilla und die Kongs hatten beide ihre Missionen. Die einen mussten die Menschen beschützen, die anderen eben die Natur. Und dann ist das schon so ein bisschen kollidiert, weil dann eben die Menschen angefangen haben, die Natur zu zerstören. Und dann kam dann aber noch irgendwie ein Shimo oder ein Scar King mit dazu. Und dann wurden dann da so Intrigen geschmiedet. Also dieser Krieg kann ja auch komplett auf falschen Tatsachen aufgebaut sein. Du könntest da ja voll die krasse Geschichte erzählen im Endeffekt. Kong ist übrigens 1800 geboren. Okay, ja, doch, das kann sein. Wäre es möglich, das Video ein kleines bisschen lauter zu machen? Das von Sebastian ist immer noch zu leise. Entschuldigung, ja, ich habe es hier unten nicht hochgeregelt gehabt. Verzeihe. Gucken wir, ob es so besser ist. Ehrlich, wer hat bei euch bei diesem Anfang irgendwie auch zuerst an Avatar, Herr der Elemente, gedacht? For centuries,
there was harmony. Long ago. Er hat vollkommen recht, aber das ist mir ums Verrecken nicht eingefallen. Aber es ist halt wirklich so ein Avatar-Ding gerade, ne? So vom Intro her auf jeden Fall. The four nations live together in harmony. Spannend wird es dann aber auch, wenn wir uns anschauen, was wir jetzt hier in der normalen Realität nach den Ereignissen von Godzilla vs. Kong haben. Rebecca Hall ist wieder mit dabei, Brian Tyree Henry ist auch wieder am Start und offensichtlich haben die jetzt hier Mittel und Wege gefunden, Portale in diese Hohlerde zu öffnen. Und wie waren das nochmal in Godzilla vs. Kong gewesen? Da haben die doch dieses Portal auch geöffnet, oder nicht? Oder haben die da einfach nur einen bestimmten Punkt genommen? Nee, die haben doch da auch schon die Hohlerde selber geöffnet, oder war das anders gewesen? Oder war das einfach da? Den Film müssen wir eh nochmal live hier gucken auf Twitch. Den Godzilla vs. Kong dann. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber hier scheinen sie halt wirklich jetzt mit diesen riesigen Säulen einfach diese Portale aufmachen zu können. Das kann schon sein. Und das erinnert jetzt sehr stark an die Sachen, die wir aus der Serie Monarch Legacy of Monsters kennengelernt haben. Nämlich, dass man diese Portale auch direkt erschaffen kann. Und hier ist es jetzt offensichtlich einfach irgendwie möglich. Wir sehen diese komische Station. Ja, bestimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber die öffnen tatsächlich die Portale erst. Im Film war es schon da, aber sie mussten Kong noch vorausschicken. Okay. Also das war aber einfach schon da, diese Öffnung, meinst du? Die war jetzt nicht irgendwie, dass sie die selber noch geöffnet haben. Weil ich dachte, dass die Menschen das auch selber geöffnet hätten, dieses Portal. Und in dieser kleinen Wasserbucht, wo dann auch direkt etwas geöffnet wird, wodurch dann ein Kong in die Hohlerde gerät. Gleichzeitig muss man sich ja jetzt auch so ein bisschen nach der Monarch-Serie fragen, in welcher Hohlerde landet der? Weil wir haben ja schon in der Serie gelernt. Nee, muss man sich nicht fragen. Das ist auf jeden Fall die Hohlerde. Das wurde uns auch schon durch Spielzeuge und Co. bestätigt. Das ist die Hohlerde, die wir aus Godzilla vs. Kong kennen. Das ist nicht das Axis Mundi. Siehst du aber auch an der reinen Optik. Das Axis Mundi sieht nicht so aus wie die Hohlerde. Die Hohlerde ist wesentlich farbenfroher, wesentlich lebendiger. Das Axis Mundi ist ja diese Zwischenwelt eben, die wirkt relativ tot und kahl. Und Axis Mundi wird nur für die Serie eine Rolle spielen. Das werden die in den Filmen so gut wie gar nicht mit einbauen. Es gibt so eine Art Zwischenstufe, eine Art Zwischenwelt, die zwischen der normalen Erde und der Hohlerde liegt, in der aber ja auch Leben. Ja, genau. Das ist halt Axis Mundi. Das ist allein optisch schon ein Riesenunterschied. Finde ich. Ja moin, was ist denn los heute? Wir akzeptieren heute keine anderen Meinungen zum Thema Godzilla Kong Trailer 2. Aber bis jetzt ist es relativ angenehm, weil Sebastian ist, glaube ich, gar nicht mal so unangetan von dem Trailer. Eben möglich ist. Und vielleicht haben die ganzen ursprünglichen Affen halt auch irgendwie in dieser Zwischenwelt gelebt. Ihr merkt schon, auch das Monsterverse wird jetzt irgendwie noch viel komplizierter, weil halt ich glaube, so kompliziert wird es nicht. Ich glaube wirklich, dass diese Zwischenwelt einfach dafür da ist, dass die Serien wenig Einfluss auf die Filme nehmen können und dass wir aber trotz allem das wird auf jeden Fall keine Rolle mehr spielen. Ich habe einfach gerade während dem Reden vergessen, was ich sagen wollte. Das ist total krass. Das ist ja Tobi, ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt ist es nämlich soweit. Jetzt kommt's raus. Halt so Multiverse-Sachen mit aufgegriffen werden und wer weiß, vielleicht kriegen wir irgendwann wirklich noch das Crossover mit Pacific Rim, weil langsam würde es passen und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie heiß ihr auf ein Crossover wärt, weil ganz ehrlich, ich würde es mir angucken, wenn da denn noch diese ganzen großen Jägerroboter auftauchen. Es wäre auf jeden Fall geil, ihr könnt ja mal ganz kurz in den Chat schreiben, was ihr davon halten würdet, wenn Pacific Rim auf das Monsterverse treffen würde. Ich würde das schon geil finden. Wäre schon sehr cool, ja, ne? Denke ich nämlich auch. Denke ich nämlich tatsächlich auch. Und gegen Godzilla kämpfen oder mit Godzilla kämpfen,
wäre ich voll dabei. Also auf jeden Fall wird jetzt hier der Weg zwischen normaler Erde und Hohlerde durch diese Portale auch sehr viel einfacher für diese ganzen Menschen, was offensichtlich auch wichtig ist, weil sie ja jetzt mehr im Kontakt stehen mit einem Kong, der ja zu einer Rasse von Affen gehört, die sich mal als die Beschützer der Menschheit verstanden haben. Bevor wir uns aber dem ganzen Kriegsthema und der Thematik, die Affen haben sich irgendwann bekämpft, widmen, müssen wir uns Godzilla nochmal anschauen. Und hier wird's jetzt interessant und hier spinne ich mal so eine kleine Theorie dann auch noch mit ein. Aber wir bekommen es in Godzilla X Kong auf jeden Fall mit unterschiedlichen Versionen von Godzilla selbst zu tun. Man sieht ihn am Anfang mit seinem klassischen Blau. Nein, das ist nicht sein klassisches Blau. Das ist der... Ey, als ob ich mir diesen Namen nicht merken könnte. Der ist nicht so kompliziert. Auf jeden Fall wurde von Adam Wingard schon gesagt, dass wir mindestens 3 Varianten von Godzilla in dem Film sehen. Das ist einmal die ganz normale Variante von Godzilla, dann eben diese Variante hier von Godzilla und dann eben noch Godzilla Evolved. Ja, ich sag ja, das ist nicht der normale Godzilla. Nee, der heißt auch nicht Nuclear Pulse Form. Die Nuclear Pulse Form ist die aus Godzilla King of the Monsters aus dem zweiten Teil. Die heißt anders. Und es ist gar kein schwieriger Name. Der heißt nicht Atomic, sondern... Er hat auf jeden Fall irgendeine Bezeichnung. Aber das ist nicht der Nuklearpuls. Der Nuklearpuls ist orange. Dann gibt es eben den Evolved. Den sehen wir ja hier in dieser pinken Variante. Und den hier. Das ist aber nicht der normale Godzilla. Das ist nicht richtig. Leuchten. Und wir haben auch diese Vision von der kleinen Gia, dieses junge Waisenmädchen aus der Hohlerde, die hier auch sieht, wie Godzilla angegriffen wird. Das ist halt auch sowas, ja. Aber cool, dass Sebastian auch davon ausgeht, dass das Ganze eine Vision ist. Weil irgendwie glaube ich das auch. Obwohl in Sias, heißt die nicht Gia? Nee, wurscht. Auf jeden Fall in ihrer Vision sehen wir allerdings auch den Kampf zwischen Godzilla und Shimo und Scar King und Kong. Und diesen Kampf, den gibt's halt wohl wirklich. Das heißt, diese Visionsschnipsel, die wir da sehen, die sind wohl nur für den Trailer so ein bisschen Thermo-Godzilla. Genau, danke. Thermo-Godzilla war das. ob das halt wirklich eine Vision jetzt ist oder ob es irgendeinen Grund gibt, warum die Menschen jetzt doch auf Godzilla losgehen, das weiß ich eben halt nicht. Aber es würde schon zu so einer Vision passen im Endeffekt. Ich kann es euch wirklich nicht ganz genau sagen. Also offensichtlich wird Godzilla am Anfang des Films in irgendeinen Kampf verwickelt, wo auch irgendwie auf ihn geschossen wird, was ihn dann auch ziemlich fertig macht. Und erinnert euch dann mal bitte an den allerersten Trailer, wo wir Godzilla in einer Art Kokon gesehen haben, wo es... Ja, aber auch hier bin ich mir inzwischen sicher, dass das Ganze kein Kokon mehr ist. Man dachte ja am Anfang, dass Godzilla hier irgendwie so eine Transformation durchmacht. Es kann auch sein, dass er es wirklich irgendwie macht, dass er sich selber es schafft, sich selber einzufrieren. Wüsste aber auch nicht, wie das Ganze klappen soll. Jetzt, wo wir auch wissen, dass Godzilla Evolved wesentlich länger im Film zu sehen sein wird, und schon relativ früh im Film zu sehen sein wird, glaube ich eher, dass er hier schon Godzilla Evolved ist in der Form, wo er eben jetzt hier eingefroren ist. Und dass dieses Leuchten, das könnte irgendwie auch eine Fähigkeit von Mothra sein, die ihn dann wieder aus dem Eis befreit oder so ein Kram. Ob er jetzt hier wirklich eine Metamorphose hat, weiß ich halt nicht. Adam Wingard hat ja auch noch irgendwas geschrieben von wegen, was denn da passiert, dass Godzillas Verwandlung so ein bisschen an so Trainingsmontagen erinnern sollen. Das ist ja keine Trainingsmontage. Obwohl, was heißt Trainingsmontage? Die haben auch schon mal gesagt, dass der Giganotosaurus in Jurassic World wie der Joker sein soll. Ach, keine Ahnung. Weil ich glaube irgendwie, dass das hier nicht so eine Metamorphose-Geschichte sein wird. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. So blau-pink geleuchtet hat. Und dieser Kokon scheint dem verletzten Godzilla ja jetzt neue Kraft zu geben. Und er wacht irgendwann wieder auf und wir haben dann diesen pinken Godzilla. Ich weiß nicht, ob das aber auch einfach eine Trailer-Täuschung ist. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Kokon unten irgendwie in der Hohlerde bereits drin ist. Dass Godzilla eben dann befreit wird und dann kommt er aus der Hohlerde erst mit Kong zusammen wieder raus. Dass das hier schon relativ am Anfang aber zu sehen ist mit dem neuen Godzilla. Ich weiß nicht, ob das, keine Ahnung, großartig miteinander zusammenhängt.
Godzilla, der ein weiterentwickelter Godzilla ist zu dem, den wir vorher in Blau erlebt haben. Und hier jetzt meine Theorie, meine Vermutung. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr damit d'accord seid oder sagt, nee, das passt überhaupt nicht. Aber was ist, wenn Godzilla in diesen Kokon gekommen ist durch niemand Geringeren als Mothra? Und Mothra hat... Wäre auch eine coole Theorie, aber warum dann ins Eis? Also, das Thema Eis ist ja das, was diese Mothra-Theorie so ein bisschen davor zurückhält. Ja, schon häufiger, auch im Monsterverse gezeigt, dass sie als superliebe Motte dafür zuständig ist, Godzilla irgendwo auch immer so ein bisschen zu helfen. Sie hat sich im Monsterverse ja sogar auch für einen Godzilla geopfert, um ihm Leben zu schenken. Und Mothra hat sowas in ihrer Vergangenheit schon immer häufig gemacht und taucht ja dann auch wieder auf, weil dann gibt es irgendwo ein neues Mothra-Ei und da schlüpft dann wieder eine Raupe, aus der wird dann wieder diese wunderschöne Motte und wir... Also es würde vom rein logischen Denken her passen, aber ich glaube tatsächlich, es wird so nicht kommen, weil die finden ja das Ei von Mothra erst in der Hohlerde, wie auch immer das Ei da hingekommen ist, und Godzilla Evolved wird schon relativ früh zum Film entstanden sein. Kong wird ja in dem Kampf gegen Scar King und eben Shimo irgendwie dann den Arm verletzt bekommen. Dann bekommt Kong in der Hohlerde unten diesen Handschuh an, kommt dann aus der Hohlerde raus und dann ist ja schon Godzilla Evolved da. Dann wird er ja auch dann schon angegriffen. Das heißt, Godzilla Evolved ist schon relativ früh im Film da. Und Mothra, wenn die da so ein Geschiss gerade drum machen und so einen Mythos aufbauen, wird wahrscheinlich noch nicht zu Beginn des Films am Start sein, sondern erst relativ spät. So denke ich mir das halt zumindest. Auch die Sache mit dem Eis würde nicht zwingend zu Mothra passen irgendwie. Wir haben wieder unser tolles Mothra-Kaiju-Monster da. Wir sehen, wie Shimo einen Eisstrahl in den Himmel schießt und in einem anderen Shot bricht Godzillas durch das Eis. Wie das eher ein Dings... Ach so, dass das derselbe Spot ist quasi, dass Shimo Rio einfriert und dann bricht Godzilla aus dem Eis raus. Das könnte auch so eine Szene tatsächlich wirklich sein, ja? Eigentlich schon. Ich meine, Shimo kann ja einfach alles einfrieren anscheinend. Das heißt, die Szene, wo Godzilla aus dem Eis rauskommt, kann ja eigentlich überall spielen. Im Endeffekt. Die hier helfen kann. Aber Mothra könnte jetzt hier zumindest eine kleine Rolle dahingehend spielen, dass sie Godzilla... Gucken wir uns das einfach nur mal ganz kurz an. Also ich glaube, dass dieses pinke Leuchten, was wir da unten gerade sehen, das gehört nicht zu diesem Eisgefängnis. Ich glaube, das ist irgendeine Art von Kraft, die gerade auf Godzilla geleitet wird. Ich glaube, der ist wirklich einfach nur in Eis eingefroren. Mehr nicht. Und das würde halt auf Shimo wieder darauf hinweisen. Ey, vielleicht gerät Godzilla auch relativ am Anfang des Films bereits mit Shimo aneinander. Wird dann eben eingefroren. Und dann kommt erstmal nur diese Energie auf Godzilla. Und man weiß aber noch gar nicht, wo die wirklich herkommt. Und dann kommt später erst raus, ah, okay, das war Mothra gewesen. Das könnte so natürlich auch sein. Ich habe eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Am Ende von King of the Monsters geht Godzilla in den Burning Mode, wo King Ghidorah besiegt wird. Aber in dem Moment, wo Godzilla auf King Kong läuft, ist er weit größer als King Kong. Was ja nicht sein kann, da Godzilla 119 Meter hoch ist und King Ghidorah 150 Meter. Wegen den Meterangaben meinst du jetzt einfach. Herr Ghidorah ist ja schon riesig, ne? Das stimmt. Du meinst King Ghidorah, meinst du mit KG? Entschuldigung. Ich hab grad irgendwie King Kong gedacht. Deswegen habe ich gerade komisch geguckt, weil ich nicht wusste, was du von mir willst. In Burning Mode, wo King Ghidorah besiegt wird. Aber in dem Moment, wo Godzilla auf Ghidorah zuläuft, ist er weit größer als Ghidorah. Das habe ich gerade nicht im Kopf. Ist das so? Weil soweit ich weiß, wächst der nicht nochmal im Burning Modus. Vielleicht sieht es aber auch einfach nur so aus, weil Ghidorah ist ja bei weitem größer als Godzilla. Godzilla hilft, sich weiterzuentwickeln zu diesem
pinken Godzilla zu werden, der dann einfach noch mächtiger wird. Und warum ich so ein bisschen auf diese Mothra-Theorie komme, ist die Tatsache, dass wir jetzt Gias Geschichte offensichtlich auch weiter ausbauen. Ja, und weil Mothra ja bestätigt wurde. Sie hatte ja schon in Godzilla vs. Kong eine starke Verbindung zu diesem Affen. Offensichtlich ja schon fast auf irgendeiner mentalen Ebene. Im Trailer sehen wir sie jetzt nochmal und da haben wir auch unterschiedliche Bilder, wo sie irgendwelche leuchtenden... Ja. Ganz kurz. Diese Treppe hat ebenfalls dieselbe Farbe wie diese Energie, die in Godzilla reinkommt. Deswegen wird dann doch das Godzilla-Evolve-Ding irgendwas mit Mothra zu tun haben. Aber ich sag euch, dass Mothra bereits, bevor sie schlüpft, die Energie irgendwie an Godzilla weitergeleitet hat. Mothra wird noch nicht so früh im Film auftauchen. Aber Godzilla-Evolve, wie gesagt, wahrscheinlich schon. Treppen hochgeht, wie sie mit irgendwelchen Ureinwohnern der Hohlerde zusammen hier irgendwelche Rituale durchführt. Und alle Godzilla-Fans da draußen dürfte das hier vielleicht so ein bisschen an diese merkwürdigen Feenwesen erinnern, die ja immer im Kontakt zu einer Mothra in den alten Filmen standen. Vielleicht baut man jetzt hier halt wirklich auch noch eine alte menschliche Kultur auf, was natürlich auch diese ganzen Ruinenstädte aus Godzilla 2 erklären könnte und sagt ja... Das stimmt, ja. Diese ganzen Ruinen nämlich aus Godzilla 2 oder auch aus Godzilla vs. Kong, die hatten nämlich, haben wir auch eben gerade gesehen, so Treppenstufen gehabt, die ja eigentlich für Menschen gedacht sind. Und das, obwohl ja die Kaiju da unten gelebt haben. Das heißt, die Menschen werden wahrscheinlich dann doch irgendwie in diesen Krieg mit verwickelt gewesen sein. Punkt. Erklären könnte und sagt, ja, die haben hier in der Hohlerde auch irgendwo gelebt und haben eine besondere Verbindung zu den Affen. Da haben wir auch wieder die Pyramiden. Ey, die Pyramiden verbinden die Hohlerde und unsere obere Erde durch irgendeine Energie oder so ein Kram. Glaube ich jetzt mal. Affen zu den Titanen und können jetzt hier halt auch Mothra wieder auferstehen lassen, damit die dann wiederum Godzilla hilft. Wie gesagt, ist nur meine Theorie, aber es könnte natürlich irgendwo greifen. Ja. Damit hätten wir Godzilla fürs Erste erstmal erledigt. Widmen wir uns jetzt mal den ganzen Affen und einem Kong, weil hier wird es ja jetzt auch wahnsinnig spannend. Der große rote Affe, der sogenannte Scar King, wurde ja mit K geschrieben übrigens, will ich nur ganz kurz anmerken, falls ich es noch nicht gemacht habe. Schon sehr, sehr früh angeteasert als der gefährliche Big... Ich hasse so Klugscheißer, die Leute auf Rechtschreibfehler hinweisen und mach's aber selber. Kennt ihr das, wenn ihr Dinge an anderen Leuten nicht leiden könnt, die ihr aber einfach genauso macht? Kannst du das Video lauter machen? Ich kann das leider nicht noch lauter machen. Ist das so leise? Das ist nämlich hier auf 100% und auch hier über OBS auf 100%. Petzen ist ganz schlimm. Ja, petzen rede ich ja nicht. Das macht man nicht. Junge, ey, Alter. Ey, Bruder, hör jetzt auf, Junge zu schreiben. Der Monsterverse Nerd kommt aus ihm raus. Also Scar King mit K geschrieben und er hat ihn mit C geschrieben. Hast du das einfach nur kopiert und nochmal eingefügt? Das ist krass. Bad für diesen Film. Und wenn wir uns die Bilder mit ihm hier anschauen, dann ist er es auch, der die anderen Affen dazu antrommelt, jetzt hier in den Krieg zu ziehen. Und das könnte hier möglicherweise halt auch eine Gefahr werden für die Menschheit, weil wir uns ja natürlich auch fragen müssen, wo war denn dieser Scar King so lange? Ist er in der Hohlerde oder ist er in dieser Zwischenebene gefangen gewesen und konnte sich jetzt mit seinen Leuten irgendwie daraus befreien? Und das ist auch noch eine sehr gute Frage. Wo ist Scar King denn gewesen? Gerade wenn man jetzt weiß, dass Godzilla ja diese Präsenz von Scar King und Shimo spürt im neuen Film, in Godzilla Kong, dann ist natürlich dann auch die Frage naheliegend, warum aber erst jetzt? Dann müssen die ja irgendwo gewesen sein, wo man diese Präsenz nicht spüren hätte können. Da wäre, oder haben sie wirklich extra das Exus Mundi aufgebaut, um genau das zu erklären?
Ey, das wäre eine Möglichkeit. Einfacher geht's nicht. Wo sind die gewesen? Nein, im Exis Mundi. Deswegen konnten die einfach auch nicht. Obwohl Godzilla kann aber auch einfach ins Exis Mundi reinschlüpfen, ne? Macht dann auch keinen Sinn. Das ist echt eine Frage, ey, die vielleicht gar nicht erst großartig beantwortet wird. Hat sich jetzt geschworen, die ganze Menschheit zu vernichten, um seinen Platz als Herrscher wieder einzunehmen. Auf jeden Fall haben wir hier einen sehr, sehr aggressiven Typen, der auch so eine coole Knochenpeitsche hat, wo wir direkt auch so einen Kampf zwischen ihm und King Kong sehen, wo King Kong. Und ich weiß, die Peitsche kann unten leuchten. Jetzt habe ich im Video vergessen, nochmal zu adressieren. Die kann unten ja wirklich leuchten. Ob das irgendwas an komischer Fähigkeit jetzt bedeutet oder eben nicht, wissen wir nicht. Aber trotz allem ist die Peitsche als Waffe an sich dann doch sehr cool. Ach, die ist schon ziemlich geil als Waffe. Und vor allem auch saugefährlich. Kong denn auch noch seine klassische Kampfaxt aus Godzilla vs. Kong hat, was sehr, sehr cool aussieht. Und hier muss man dann auch mal sehen, in dieser ganzen Gruppe von diesen rothaarigen Affen gibt es diesen kleinen Affen, wo ja ursprünglich die Idee war, ist das der Sohn von Kong, weil. Nee, glaube ich nicht. Er wird auch nicht mehr der Sohn von Scar King jetzt sein, nachdem wir ja sehen, dass Zuko wohl auch mitten in dieser Arena ist, wo die anderen Kongs da wohl geopfert werden. Aber Zukos Familie wird einfach umgebracht von Shimo sehr wahrscheinlich oder eben auch von Scar King. Und dann ja, wird er dann wahrscheinlich von Kong irgendwie aufgenommen, quasi adoptiert, aber das ist nicht der offizielle Sohn von Kong. Das glaube ich nicht. Der Film sollte ja ursprünglich auch mal Son of Kong heißen. Nee, das stimmt auch nicht. Das ist nicht richtig. Das war eine Theorie, das war ein Gerücht. Der Film war als Titel Origins betitelt. Das war das erste offizielle, was wir von dem Film jemals gesehen hatten. Das war Origins. Ein Son of Kong, da gab es eine Idee, dass man das eventuell macht. Aber da gab es auch nie, soweit ich weiß, eine Idee von Warner Brothers selber, die gesagt haben, ja, jetzt machen wir einen Son of Kong. Das gab es, glaube ich, so nie. Wird der Film ab 12 sein? Ich denke schon, ja. Ich denke schon. Was, welche Infos? Mit dem Son of Kong? Weil das früher mal wirklich rumkursiert ist. Aber das Son of Kong-Thema, da habe ich ein Video mal zugemacht, ey, da habe ich noch in meiner Wohnung gewohnt. Das gab es ganz am Anfang, da ist Godzilla vs. Kong gerade erst angelaufen. Und da gab es dann schon so die ersten Plakate mit Son of Kong kommt als nächstes und bla bla bla. Und da wurde eben einfach dann nur mal gesagt, ja, Son of Kong wäre auf jeden Fall eine logische Fortsetzung zu der ganzen Nummer. Mehr wurde aber halt nie dazu gesagt. Und das wurde halt nie offiziell darauf hingearbeitet, dass da ein Son of Kong kommt. Der kommt vielleicht dann danach irgendwann nochmal als Einzelfilm für so einen einzelnen Kong-Film oder sowas. Aber ansonsten. That a mini Kong. Ich gehe jetzt eher davon aus, dass dieser kleine Affe zu der Gruppe von Scar King gehört und möglicherweise vielleicht sogar auch der Sohn vom Scar King ist, aber Dachte ich auch, aber ich glaube es irgendwie nicht mehr. Also nach dieser Szene glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass Zuko mit Scar King nichts zu tun hat. Oder ja, vielleicht doch, aber es sieht halt im Trailer so aus, als hätte Scar King Zukos Familie umgebracht. Und deswegen hat Zuko einfach auch einen Hass auf Scar King. Und wir sehen ja auch später noch in der Stadtszene, dass Kong und Zuko zusammen gegen Scar King kämpfen. Nicht dessen Aggressivität hat, weswegen er entweder flieht oder einfach aus dieser Gruppe geschmissen wird und sich dann Kong und den Menschen anschließt. Und wenn man in diesem ganzen Kampfszenario hier mal ein bisschen genauer aufpasst, sieht man sogar den kleinen Ja. Affen im Kampf zwischen Kong und Scar. Genau. Und da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Ich finde, Zuko sieht halt bös aggressiv auf, ne? Aus. Die Wohnung war schön, da hat alles begonnen. Das stimmt, ey, das stimmt. Begonnen hat es erst im Schlafzimmer, danach habe ich den Rechner im Wohnzimmer aufgebaut und dann bin ich umgezogen. Scar King. Das heißt, der hat eine Verbindung zu diesem fiesen, bösen Affen, der jetzt hier alles kaputt machen will. Es geht
aber noch weiter, weil der Scar King ist hier möglicherweise gar nicht die richtige Bedrohung, denn es gibt noch eine weitere. Und die wird hier im Trailer in einer Szene schon angedeutet und in einer anderen sieht man sie sogar richtig, wenn man im richtigen Augenblick einfach mal auf Pause drückt. Zum einen sehen wir hier jetzt einen schockierten Kong, der etwas Großes aus dem Dunklen hervortreten sieht. Und wir sehen nur die Augen, die leuchten. Aber es wird hier schon suggeriert, okay, dieser Scar King Shimo ist ja angeblich der Urtitan, ne? Der ja wohl wirklich laut dieser Legende, die uns im Film erzählt werden wird, die Titanen erschaffen hat. Habe ich mir nur sagen lassen. Wenn das so stimmt, wäre Shimo wirklich eine Art von Gottheit. Da bin ich echt mal gespannt, ob das Ganze jetzt wirklich nur so mythologisch aufgebaut wird oder ob wir jetzt erst in diese ernsthaft in diese Richtung mit Göttern gehen. Das wäre mir vielleicht ein bisschen zu viel sogar. Kontrolliert offensichtlich noch ein viel größeres, sehr gefährliches Monster. Und direkt nachdem wir diese leuchtenden Augen in der dunklen Höhle haben, haben wir so einen... Ja, und hier habt ihr mich darauf hingewiesen, dass man hier gleich sieht, dass Kongs eine Arm einfriert. Und das wäre dann sogar der richtige Arm. So, die Peiter hat ihm ja die linke Hand aufgeschlitzt, aber dieser Handtuch ist an der rechten Hand. Und hier jetzt eben sieht man dann die rechte Hand einfrieren. Mal gucken, ob es hier noch mit drauf ist in dem Clip. Shot im Trailer. Ah, okay, er hat kurz vorher pausiert. Das siehst du aber noch ganz kurz hier auf jeden Fall. Ja, das könnte dann schon sein. Wo ein Eisstrahl auf Kong trifft. Und hier sind jetzt wohl die Leaks wirklich bestätigt, dass wir eine Kreatur namens Shimo bekommen, die auch schon in Spielzeugen angeteasert. Ja, Shimo war aber schon lange vorher bestätigt. Also Shimo wurde ja nicht erst mit Trailer 2 bestätigt. Gerade eben, Sebastian zeigt es ja noch, durch das Spielzeug wurde ja schon Shimo von vornherein festgelegt. Ich meine, ja, es gibt immer wieder auch Spielzeuge von irgendwelchen Figuren, die dann später nicht im Film auftauchen. Aber von Shimo, da weiß man doch, dass es den im Film gibt. Jetzt ohne da irgendwie so krass im Thema drin zu sein, aber dass Shimo existiert, wusste man doch. Einfach ein Ding der Unmöglichkeit ist, weil du hast jetzt hier schon die große Überraschung und sagst, okay, da ist noch ein weiteres Monster, das wie... Da sieht er wieder saublöd aus. Ah, ich bin Shimo, ich bin so gespannt drauf. Er sieht als Spielzeug ein bisschen komisch aus, finde ich. Ich finde, er hat, weiß nicht, er sieht halt immer noch aus wie so eine Schildkröte. Wo ist er denn? Hier sind jetzt wohl die Leaks wirklich bestätigt, dass wir eine Kreatur namens Shimo bekommen, die... Er sieht doch nicht so cool aus, oder? Auch auf den Bildern sieht er immer sehr unvorteilhaft aus. Ich glaube, Shimo ist einfach generell schlecht abzulichten auf Fotos. Der ist nicht fotogen. Auch schon in Spielzeugen angeteasert wurde, was einfach... Ich weiß nicht. ...Ding der Unmöglichkeit ist, weil du hast jetzt hier schon die große Überraschung und sagst, okay, da ist noch ein weiteres Monster, das wie ein Titan ist, womit auch irgendwie gesagt wird, dieser Affe kontrolliert einen Titanen und es wird in Theorie... Und das ist halt wirklich dieses ganze Scar King kontrolliert Shimo-Ding. Das kommt ja nicht einfach von irgendwo her. Dieses Gerücht, das wird ja so oft da draußen weitergestreut. Und das ist normalerweise so, wenn irgendwelche Leaks rausgebracht werden oder rausgestreut werden, die einfach Bullshit sind, dann wird das dann relativ schnell dann auch von einem weiteren Video von irgendjemandem wieder richtiggestellt. Es gibt ja sehr viele Leute, die da so ein bisschen auch nochmal vielleicht mehr Einblick haben. Und diese ganze Scar King kontrolliert Shimo-Sache, die ist halt immer noch aktuell. Die Frage ist aber halt nur, wie er es macht. Und ich weiß noch, damals wurde auf jeden Fall gesagt mit der Peitsche. Das war auf jeden Fall damals, so das Ding gewesen. Frieden davon ausgegangen, dass dieser Shimo möglicherweise auch einer der ersten Titanen gewesen ist, dass sein Eisatem dafür verantwortlich war, dass wir auf der Erde überhaupt diese Eiszeiten hatten. Ich würde das cool finden. Das wird auch schon so sein. Shimo ist der Urtitan, also gerade der Begriff Urtitan, der ist schon, das stimmt schon. Und ich finde es irgendwie cool, dass sie jetzt halt so die Geschichte damit so ein bisschen erklären. Ich mag das ja, das geht, ja, das nimmt sich halt dann immer so ein paar Verschwörungstheorien und packt die halt dann in so Filme rein. Und es gibt nichts Besseres für Filme als geile Verschwörungstheorien. Die Erde ist in der Mitte hohl.
Warum hast du einfach ein eigenes Franchise da draus gemacht? Und jetzt eben einfach noch ein Shimo, der quasi für die Eiszeit verantwortlich gewesen ist und eben nicht ein Asteroid, der auf die Erde geknallt ist, wodurch dann eben die ganze Atmosphäre eben vergiftet wurde. Nein, es war Shimo gewesen. Und ich sag euch immer noch, Ghidorah war der Asteroid gewesen. Ghidorah ist damals auf der Erde aufgeschlagen. Durch diesen Aufschlag sind dann eben Dinosaurier zum Großteil ausgestorben und dann hat Shimo eben den Rest gemacht. Und Ghidorah eingefroren dabei noch. Ey, das wird so gut in diese ganze Nummer mit reinpassen alles. Das ist die Szene mit dem Eis, wo Godzilla aus... Ja, das kann schon sein, dass Godzilla wirklich hier auch irgendwo dann, dass dieser gesamte Bereich hier hinten noch eingefroren wird, sagen wir mal hier diese Inseln. Weil wir sehen ja auch dann vorher im ersten Trailer diesen Shot, wo die über das kalte Wasser drüber gehen. Man denkt sich erst so, das ist die Antarktis. Aber es ist auch vielleicht einfach Rio, das eingefroren ist. Der Bereich hier würde perfekt dazu passen. Dass hier alles aus Eis wäre und hier fliegen dann diese Helikopter rum und dann bricht Godzilla hier aus und dann kämpfen die gegeneinander. Hier steht übrigens auch Scar King. Da unten. Und glotzt damit zu. Und dass das jetzt die nächste größte... War da gerade auch Godzilla im Eis? Seht ihr das hier? Das sieht aus wie so Zacken. Kann man jetzt halt viel reininterpretieren, gell? Müssen wir jetzt einen Aluhut anziehen? Ja, eigentlich schon. Glaubt ihr, dass Shimo durch 5G-Wellen erschaffen wurde? Neue Theorie. Der Grund, warum im Axis Mundi die Zeit anders verläuft, als an der Oberfläche, ist, weil im Axis Mundi 5G-Strahlung geschaltet wurde. Könnte auch ein Zacken sein. Ja, es stimmt, das könnte auch einfach nicht sein. Ja, ich habe halt gerade nur gedacht, okay, könnte auch auf Godzilla hinweisen, aber... Ja. Dass das jetzt die nächste größte Gefahr für die Menschheit sein könnte, nämlich eine neue Eiszeit, ausgelöst durch Shimo, der wiederum durch den Scar King kontrolliert wird. Und das ist natürlich eine spannende Bedrohung, die wir dann wirklich auch in einem Frame im Trailer zu Gesicht bekommen. Da sehen wir hier unten den Achtung, mal gucken, was Sebastian da jetzt rausinterpretiert. Genau, Kong vs. Scar King, das habe ich auch in meinem Video gesagt. Das sieht aber trotz allem nicht aus wie Kong. Und egal, wie ich versuche, mir das hinzubiegen, was passiert da gerade? Wenn das Kong ist, was macht der? Ist der gerade mit dem Kopf im Eis stecken geblieben? Ihr habt mir auch dann irgendwie geschrieben, das könnte auch Duck sein. Aber was macht dann Duck? Also was auch immer hier gerade passiert, ist nicht gesund. Das sieht schon komisch aus. Aber es wird schon Kong sein. Wir sehen ja auch später, es könnte auch Zuko sein. Wir sehen ja dann später auch, wie die beiden eben gegen Scar King kämpfen. Und diese Szene hier übrigens wird im Trailer auch so ein bisschen als Vision von Gia dargestellt. Aber das wird ja im Film trotz allem der Endfight sein, schätze ich mal. Das ist ja keine Vision einfach so. Kampf zwischen Kong und dem Scar King. Und diese Verwandlung hier ist übrigens auch nochmal eine andere. Das ist nicht Godzilla Evolve, das ist noch eine Stufe drüber anscheinend, weil er ja hier jetzt komplett pink leuchtet. Das heißt, wir bekommen auf jeden Fall den normalen Godzilla zu sehen. Dann bekommen wir diese blaue Variante von Godzilla zu sehen. Den Thermo-Godzilla. Dann bekommen wir den Godzilla Evolve zu sehen. Und dann noch die Verwandlung. Und eventuell bekommen wir auch dann wirklich noch den Burning Godzilla zu sehen. Dann haben wir einfach 5 Verwandlungen in dem Film. Und das würde genau dazu passen, was Adam Wingard auch selber gesagt hat. In dem Film werden wir einiges an Verwandlungen sehen. Godzilla Omega Evolved. Irgendwie sowas ganz Dystopisches. Ja, genau. Wird es auf jeden Fall heißen.
Und hier oben in der Ecke sehen wir Godzilla vs. Shimo. Also das ist hier alles wirklich bestätigt und das wird dann hier möglicherweise auch der große Endkampf sein. Dieser Endkampf findet natürlich dann erst statt, nachdem Godzilla und Kong einiges einstecken mussten. Und wir haben ja schon über die neue Form von Godzilla gesprochen. Hier gab es übrigens irgendwo im Internet eine sehr, sehr lustige Theorie. Sieht immer noch unfassbar geil aus. Er sieht richtig gut aus. Die sagt, okay, er ist nur pink, weil er jetzt Gammastrahlung benutzt. Und wenn man sich das elektromagnetische Spektrum anschaut, dann haben wir tatsächlich den Gammastrahlenbereich auch im pinken Bereich. Was dazu führen könnte, dass wir... Würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Und Adam Wingard meinte ja auch selber, dass er mit dieser pinken Farbe die Polarlichter, es gibt ja auch so Polarlichter, die leuchten in verschiedenen Farben. Die bekanntesten sind eben diese grünen. Die gibt es aber auch in pink. Und die wollte er damit eigentlich imitieren. Vielleicht hat das auch irgendwas mit Gammastrahlung zu tun, das weiß ich halt nicht. Aber das würde es auf jeden Fall erklären. Und nicht, weil Godzilla jetzt hier woke ist. Wir sagen ja, okay, seine besondere Form ist jetzt hier einfach dahingehend erklärt, dass er jetzt neue Formen von Energie aufsaugt und die dann halt auch als gefährlichen Strahl losschießen kann. Auf jeden Fall haben wir eine bessere Version von Godzilla und wir bekommen auch eine bessere Version von Kong. Der hat nämlich jetzt auf einmal so einen Thanos-Handschuh, der sogenannte Beast-Handschuh ist. Das wissen wir auch durch die Spielzeuge wieder, womit man auch sieht, okay, die Menschen, Monarch wahrscheinlich, baut irgendetwas um Kong hier einen Vor. Wie kommt er jetzt auf Monarch? Gibt es da schon irgendwie was, dass das Monarch gewesen ist mit dem Handschuh? Weil in dem Clip, den wir sehen, wo wir zum allerersten Mal gesehen haben, wie Kong mit dem Handschuh so nach oben brüllt, da gibt es so einen TV-Spot. Da sehen wir, dass Kong den Handschuh eigentlich in der Hollow Earth unten bekommt. Deswegen dachte ich, also Apex würde sogar mehr Sinn machen als Monarch. Wie jetzt Monarch damit reinspielen würde, keine Ahnung. Ob die jetzt einfach wieder nur als Gadget-Gimmick eingebaut werden. Aber ich glaube, das hier könnte eher so eine Technologie aus der Hohlerde sein. So mit diesem Strom aufladen und so einem Kram auch. Das könnte ich mir eher vorstellen. Vorteil zu verschaffen. Und dann ziehen Godzilla und Kong gemeinsam los, um jetzt hier gegen den Scar King vorzugehen. Und hier fällt dann etwas, was Regisseur Adam Wingard gesagt hat, nämlich er ist hier in diesen Film gegangen, inspiriert durch alte Buddy-Cop-Komödien und Actionfilme aus den 80er Jahren. Und wenn wir uns das Poster zu diesem Film anschauen, wo ja Godzilla und Kong seit davon kann man jetzt halten, was man will, und ich weiß, viele werden sagen, was für ein Bullshit. Aber ich finde die Idee irgendwie so absurd, dass sie auch gleichzeitig genial ist. Ich glaube, das könnte wirklich, ey, wenn die das wirklich geil hinbekommen, dass zwischen Godzilla und Kong so eine angenehm lustige Chemie herrscht, quasi diese Son Goku-Vegeta-Chemie, ey, das wäre doch einfach geil. Das wäre schön, auch mal was Neues, finde ich. Auch mal abseits von Toho immer, weil ja sehr oft auch einfach Toho nur kopiert wird. Und da muss man wirklich auch sagen, der Film ist jetzt der erste Film aus dem Monsterverse generell, der nicht versucht, Toho zu kopieren. Das ist ja mal was komplett Eigenes jetzt einfach. Ich freue mich da einfach drauf. An Seite kämpfen und was wir auch im Trailer sehen, dann ist es hier wirklich eine Buddy-Cop-Komödie mit riesengroßen Monstern. Und der Trailer sieht, was das angeht, irgendwie sehr unterhaltsam aus. Es gibt sehr, sehr viel Action. Ich hoffe halt einfach nur, dass wir ein bisschen mehr kriegen noch als das, was wir jetzt gesehen haben. Weil de facto ja, aber Mann, das ist doch ein 3-Minuten-Trailer. Und wie soll er denn in 3 Minuten alles erzählen, was im Film passiert? Wo eben gerade auch noch ganz viele Fragen gestellt wurden, die wir immer noch nicht wissen. Was passiert in dem Flashback? Was war mit dem Krieg damals? Was will Scar King überhaupt? Wer ist Shimo jetzt eigentlich wirklich im Endeffekt? Das sind ja alles Sachen, die wissen wir noch überhaupt nicht. Facto kennen wir schon. Was machen die Pyramiden? Was haben die für eine Rolle? Was haben die Menschen in der Hohlerde unten zu tun? Ja, da kommt noch einiges. Den ganzen Film mit ein paar kleinen winzigen Ausnahmen, aber das wird es letztendlich gewesen sein. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie der fertige Film dann im Kino ist. Ich habe trotzdem irgendwie Bock drauf. Ich mag es einfach, wenn große
Große Monster sich in die Fresse. Ja, auf jeden Fall, hat Sebastian schon recht, das mag ich auch. Wo ich gerade das Logo hier sehe mit dem Monarch, was passiert hier ist wirklich, das habe ich mir gedacht, als ich die Episode gerade gesehen habe. Einfach nur so, was geht denn hier eigentlich gerade ab? Was ist hier gerade Phase? Ja. Ja. So viel dazu. Aber ich glaube, Sebastian, er ist, glaube ich, gar nicht mal so richtig darauf eingegangen. Aber ich meine, Sebastian wäre auch ein bisschen angetaner von Godzilla Kong als noch zum ersten Trailer hin. Und das ist doch auf jeden Fall ganz schön. Ja. Ich würde auf jeden Fall auch noch ein paar Videos dann dazu geben, zu dem Trailer. Wir werden dann mal gucken, was man da alles noch rausziehen kann, gerade eben zu den Themen, was Garkings Motivation sein könnte, wer Shimo jetzt wirklich ist. Und morgen, glaube ich, habe ich es für morgen geschaltet oder für Dienstag? Nee, für morgen oder für Montag. Da kommt ein Video online, wo wir mal um die Größenverhältnisse reden. Weil ich habe nämlich jetzt herausgefunden, es gibt offizielle Angaben eben, wie groß welcher Kaiju ist. In Metern sogar. Und da kommt dann auch noch ein Video.